süßer Glasur nach Oliver. Was? Wieso nochmal? Ein paar Unterbrecher darf ich doch haben. Nein, sagt Schatz, machen wir es nochmal. Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir einen marinierten Schweinebauch mit süßer Glasur nach Oliver Sievers. Tja, wie komme ich darauf? Ganz einfach, ich habe ja ein wunderschönes Rezept davon, was wir heute nachbauen. Und wo steht dieses Rezept drin? In dem Buch Einfach genial grillen mit Oliver Sievers. Oder Grillweltmeister Oliver Sievers. Mhm. Ja, der Olli ist auch der, wo hoffentlich zu grillen mit Freunden kommt. Zu unserem Event 2.0, wenn es denn stattfindet. Ich habe selber noch keine genauen Infos. Aber jetzt gucken wir uns mal ganz kurz in das Büchlein rein. Übrigens wieder aus dem Hehl Verlag. Die machen wirklich geniale Bücher. Ja, aufgebaut. Zuerst Einführung, Wissenswertes, indirektes, direktes Grillen und so weiter. Und dann geht's auch schon los. Naja, Fisch. Ihr wisst ja, meine Sache ist es nicht unbedingt. Aber mein Schatz hat sich riesig gefreut, dass der Fisch am Anfang kam. Ja, es sind da paar Rezepte drin, die könnte ich für meinen Schatz vielleicht nachmachen. Vielleicht ist auch das eine Rezept dabei, was ich vielleicht sogar noch mit esse. Dann kommt schon Fleisch, jede Menge Rezepte. Aber sehr feine Sachen mit drin. Da war gerade der Schweinebauch. Ja, so schnell der Schnelldurchlauf. Dann Gemüse. Ja, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Dann kommt ein bisschen Nachtisch, Kleinigkeiten und Nachtisch, Süßes. Bisschen Gemüse, flambierte Ananas, Apfel-Bacon-Candy, Fruchtspieße und lauter so feine Sachen. Aber was, Obstkrumpel, süßer Wrap. Was noch geil ist, hier hat er noch Wraps drinnen, wo man sich selber nachmischen kann. Also es sind ein paar drin. Gyros-Wrap, Magic Dust. Barbecue-Wrap für Fisch, für Rind, für Wild, etc. pp. Und etwas weiter kommen dann auch noch Soßen. Mhm. Also, für gerade mal 9,99 Euro muss ich sagen, ist es kein Fehlkauf. Richtig geil, gefällt mir sehr gut. Kann ich weiterempfehlen. Ja, gut. Aber wir gehen jetzt darüber und fangen mit unserem Schweinebauch an, weil das war ein Rezept, das hat mich richtig angesprochen. Es hat mich direkt angesprungen. Und gehen wir rüber, legen wir los. So Freunde, Magic Dust Rezept wäre zwar hinten drin gestanden im Buch. Ich habe aber hier jetzt den Magic Dust vom Klaus genommen. Wie schreibt er hier im Buch? 2 Esslöffel Mayonnaise, 2 Esslöffel groben Senf. Was ist grober Senf? Ein scharfer Dior-Senf, ein süßer Senf, was weiß ich für Senf. Also, weil es heißt mit süßer Glasur, habe ich mich jetzt für einen süßen Senf entschieden. Gut, die Esslöffel bei mir waren etwas gehäuft. Und 8 Esslöffel Magic Dust. Wie gesagt, ich habe jetzt den vom Klaus genommen. Und das Ganze verrühren wir jetzt ordentlich zu einer schönen Marinade, wo wir dann unseren Schweinebauch drin einreiben und dann da drin eingelegt lassen. So, das reicht. Schweinebauch. Schneiden wir die Schwarte bloß ein klein bisschen ein. Man kann es ja auch komplett wegschneiden, wer will. Warum schneide ich es jetzt eigentlich komplett? So. Ja. Dann schmeißen wir hier Teile in die Marinade rein. In dem Falle bin ich jetzt wieder mal froh, dass ich Handschuhe anhab. Da
Ja, da kann man so richtig schön drin rummanschen. Wer will, kann noch ein bisschen ordentlich durchkneten. Jetzt, denke ich doch, ist die Marinade überall schön dran. Und dann für mindestens 4 Stunden im Kühlschrank. Wenn es länger ist oder über Nacht, ist es auch kein Problem. Ich mache jetzt bloß noch den Rand von der Schüssel sauber. Ja, und wenn das die Zeit abgelaufen ist, sehen wir uns dann am Grill. Jetzt haben wir es kurz vor 12. Das wäre dann gegen 18 Uhr. 4 Stunden und dann hier 16. 16 Uhr? Habe ich mir jetzt so verrechnet. Sabalot, gut, dass ich meinen Schatz im Hintergrund habe. Nein, Leute, das war jetzt natürlich Absicht von mir. Ich wollte wissen, ob sie aufpasst. Aber die überwacht ja gerade akribisch meine Videoaktivitäten. Freut mich natürlich. Gut, ab in den Kühlschrank. Mindestens 4 Stunden. Frühestens um 16 Uhr sehen wir uns wieder. In diesem Video. Für euch ist es ja eh bloß ein kleiner Schnippler. Und schnips bin ich wieder da. Da wären wir wieder. Mittlerweile haben wir es 18 Uhr. Also waren die 6 Stunden jetzt in der Kühlung. Jawohl, so sehen sie aus. Yam yam. Und des Weiteren benötigen wir noch eine Glaze für nachher. Steht so im Rezept drin. Und zwar steht da drin 200 ml Barbecue-Soße, 100 ml Ahornsirup. Also eine 2:1 Mischung. Erscheint mir 300 ml gesamt dann doch etwas viel. Ich mache jetzt hier eine Freihandmischung. Ganz einfach, was ich denke, was wir brauchen. Wir wollen es ja da dann auch nicht unbedingt übertreiben. Läuft die Cam überhaupt? Ja, Gott sei Dank. So. Dann rühren wir das Ganze noch auf. Was nehmen wir da? Einen ganz normalen Löffel aus der Schublade. Könnt ihr ja fast schon 200 drin haben. Naja. Schmeckt. Und so gehen wir jetzt dann gleich raus. Kohlen sind angefeuert. Müssen wir bloß noch warten, bis sie durchgeglüht sind. So, Freunde. Im Hintergrund raucht schon der Anzugtermin. Ja, zur Hälfte schon durchgeglüht. Das Zeug habe ich auch schon heraus. Aber jetzt stellt sich mir die Frage aller Fragen, die eigentlich nur unser Dirk beantworten kann. Welchen Pinsel soll ich nehmen? Den hier oder den hier? Tja. Dann schmeißen wir erstmal die Kohlen hier rein. Ganz hundertprozentig war er jetzt noch nicht durchgeglüht, aber das geht schon so. Ja, ich habe einen großen Pott wieder gemacht. Ich glaube, die sollten reichen. Es waren auch einige Gebrauchte dabei. Wir wollen sie ja ordentlich warm haben. Und dann brennen wir erst einmal das Grillrost wieder frei, bevor wir weitermachen. Und natürlich freibürsteln. Ja, ob der Grilldeckel jetzt hundertprozentig sauber ist oder nicht, ist mir eigentlich sowas von wurscht. Weil bei dem Staub, was gerade wieder in der Luft liegt, müsste ich den jeden Tag schrubben. Und Leute, dazu bin ich einfach zu faul. Na, dreh dich jetzt, Feigling. Oh, ist das wieder ein Wind heute. So, das ist übrigens die Bürste von Moesta.
kann ich ja auch mal unten verlinken. So, Freunde. Tada! Da sind sie. Und die werden wir jetzt, wie im Buch beschrieben, erstmal auf direkter Hitze kurz mal antoasten, hätte ich jetzt fast gesagt. Angrillen, umdrehen, angrillen und dann in indirekten Bereich ziehen. Na, kriegt man die noch ein bisschen weiter zusammen, dass wir den Rest auch noch drauf kriegen. Tja, kurz angrillen. Was ist kurz angrillen? Ich würde mal sagen, das liegt dann ja immer im Ermessen jedes Einzelnen selber, was er unter kurz angrillen versteht. Heiß, 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 heiß. Ach, Paco, Sacramente, fix, Halleluja. Ja, da tropft es schon wieder runter und brennt. Macht gar nichts. Ziehen wir eh gleich in den indirekten Bereich. Oh, lass mal Deckel offen. Und dann machen wir erst einmal den Deckel zu. Ganz kurz für ein paar Sekunden, dass die Flammen ausgehen. Ja, auch Schweinebauch kann eine Kunst für sich sein. Tät man gar nicht glauben, aber ist so. So, schnell die Flammen ablöschen. Also, Dirk, ich habe mich für den rechten Pinsel entschieden. Ich hätte auch den linken nehmen können, aber ich wollte jetzt mal den rechten ausprobieren. So. Die tun wir jetzt noch schön eingläsen. Wisst ihr, was mir jetzt hinterher noch so eingefallen ist? Wenn ich noch eine gehabt hätte. Die geile Joppi-Soße mit dem Whisky-Geschmack. Boah, das wäre geil gewesen. Aber da habe ich leider auch keine mehr vorrätig da gehabt. Schade drum. So, richtig schön dick drüber das Zeug. Und so lassen wir ihn jetzt für, ja, 5 bis 10 Minuten stehen. So, meine Lieben. So, ja genau. So, haben wir ja schon so lange nicht mehr gesagt. Ja, ich schreibe hier nebenbei ein bisschen mit dem Oliver Sievers. Und da habt ihr geschrieben, dass ich süßen Senf verwendet habe. Die Antwort. Moment. Kochen fängt da an, wo das Rezept aufhört. Tja. Damit haben wir einen Oliver Sievers zitiert. Ja, weil ich eben geschrieben habe, die Angaben im Buch lassen viel Spielraum. Mhm. Ja, also ich glaube mal, ich habe nichts verkehrt gemacht und jetzt gucken wir in den Grill rein, da können wir die Bauchscheiben umdrehen. Ja, aber du, jo, sehen ganz gut aus, gefällt mir. Und die zweite Seite auch noch bestreichen. Kamera läuft hoffentlich. Jawohl, Reck leuchtet auf. Und dann noch mal sowas für 5 bis 10 Minuten liegen lassen.
So, die restliche Soße verteilen wir aber jetzt noch. Ja, und beim nächsten Mal öffnen, nehmen wir sie raus. Freunde, gerade habe ich die Info bekommen, dass unsere Pommes auch schon fertig sind. Und deswegen beschließe ich, dass die jetzt auch fertig sind. Na, komm her, du Feigling. Wunderprächtig. So, Freunde, und wenn die genau so aussehen, dann habt ihr gewonnen. Gehen wir rein, tun wir essen. Schon Pommes naschen. Tja, wir essen das, den Schweinebauch jetzt mit Pommes und Gurkensalat. Jetzt gibt es das obligatorische Probierle, ob der Schweinebauch auch gut ist. Sag kurz, wie weit habe ich dieses Mal die Cam hintergestellt? Ich hab's, heute brauchst keine Angst haben, dass du ins Bild reinkommst. Steht weit genug hinten. Schweinebauch. Jetzt muss ich doch auch mal so tun. Also das ist einmal richtig sau schweinemäßig lecker. Gut. Moment. Und der leckere Gurkensalat. Leute, wir essen jetzt und hinterher hören wir noch das Fazit von den Mädels. Und ich sag dann auch noch mal was dazu. Bis nachher. Boah, Leute, ich habe eine Plauze jetzt beieinander. Das glaubt ihr gar nicht. Unglaublich. Lecker. Ja, also ich fand das Gericht aus dem Buch jetzt hervorragend lecker. Ich werde mit Sicherheit noch mehr Sachen daraus machen. Oder Schatz? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt, sagt sie. Wahnsinn. Also natürlich mit einer anderen Soße kann man den Geschmack noch variieren und. Aber ey, ich war 110%ig, 120%ig komplett zufrieden. Wow. Echt wow. Saskia, reden Sie laut und deutlich. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Du kannst auch hinter mir kommen. Ach, bleib da drüben. Dir hat es lecker geschmeckt? Ja, ich fand es lecker. Sonst noch was? Kannst du öfters machen. Kann ich öfters machen. Ja, du fährst ja eh irgendwann wieder heim. Aber für uns, ja doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, also wie gesagt, das Buch verlinke ich unten. 10 Euro ist kein Geld dafür. Meine persönliche Meinung. Sage ich jetzt eigentlich andauernd meine persönliche Meinung? Egal, ist so. Och, nee, ich darf gar nicht reinschauen, sonst kriege ich schon wieder Hunger. Ja. Das war das heutige Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschaikowski, halt! Bevor ich jetzt endgültig weg bin. Ich habe immer noch gesehen, dass immer noch viel zu viele Nutzer ohne Abo unterwegs sind bei mir. Leute, abonnieren, Daumen nach oben, ja, Glocke aktivieren und immer informiert sein. Also jetzt aber. Tschaikowski.